Seite 43. In der Englischen. Es ist nicht in der Takoira Vaishnava Gainam Kori Nivedainam. Okay, so I change? Because we all had this in the hand. Okay, sorry. Takura Vaishnava Pada. Takura Vaishnava Pada. Takura Vaishnava Pada. Avanira Susambhada. Bye.
141. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda. Shri Advaita Gadadhar Gaura Bhakta Nadia, Nadia, go to Nityananda Mahaja, Patya Chena Mahata Jivera Kara, Nadia. Thank you.
Oktober? Hari Bole Bode Goda Elo, Seite 62. Hari Bole Bode Goda Elo. Hari Bode Goda Elo. Hari Bole. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivara Dhari Jaya Gopi Jana Vallabha Madhava Jaya Kunja Vihari Jaya Radha Jaya Yashoda Nandana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Braja Jana Ranjana Jaya Yashoda Nandana Jaya Jamuna Tiravana Chari Jaya Kunja Nitai Gaur Hari Bol Hari
Hari Bol, Hari Bol, Gaur Premanande. Om Gyanati Miram Dhasya Gana Anjana Salakya Chakshur Unmilitam Jena Tasmai Sri Gurave Nama Gurave Gaura Chandraya Radhikaya Istadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Nama Vancha Kalpadarbhasya Kripa Sindhu Bhayavacha Patitanang Pavanebho Vaisnave Namo Nama Nama Mahavadannaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Jaitanya Namne Gauratusi Namaha He Krishna Karuna Sindho Dina Bandhu Jagatpate Gopi Sahagopika Kanta Sri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneswari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priya Vrindaye Tulasi Devai Priyaye Kesavasacha Krishna Bhakti Pradevi Satyavatai Namunapate This Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Bala Hari Krishna 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 Hari 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 Rama Hari Rama 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 Bala Hari Krishna Hari Krishna 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 Hari Hari Rama Hari Rama 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 Many times you heard, yes, how this is the Narada telling, oh Prahlad, you are among the all devotee, you are topmost devotee. Then Prahlad Maharaj telling, oh, I am not devotee. Why? Devotee, that person who is always doing your seva, but I am not doing any service. Nursing that manifested and he gave some place to me, then he said, disappear. So that person is the devotee who is the always doing seva. Who is the always doing seva? This is the Hanuman. Yeah. Telling who is the Hanuman? The Hanuman is the, you know, himself is the Siva. You know? Sankar. So Sankar, who is the Sankar? Sankar is the Vaishnava Nam Jathasambho. He is the among the all Vaishnava, he is telling the topmost devotee among the all devotees. Na, Vaishnava Nam Jata Sambho. So Sankar, without Sankar, not happening any Lila of Bhagavad. Where he takes the form of Ram, he takes the form of Hanuman. Why Hanum Sankar is telling, sir, this form I cannot do service to any service to Lord. So change this form, he takes the form of Hanuman. And when Krishna he came, then he takes the form of the Gopiswar Mahadev. And when Chaitanya Mahaprabhu came, you know, Advaita Acharya, you know, he is the bread to Sri Chaitanya Mahaprabhu, this material world. So telling, Dayakara Sitapati Advaita Gosai, Tava Kripa Valepai, Chaitanya Nitai. Mercy of Advaita Acharya, you are God the Mahaprabhu. So he is the Gaura Anathapur, he is the bread to Sri Man Chaitanya Mahaprabhu. So without Siva, not happening any pastime. So Sankar is very dearest to devotee of Lord. So he changed this form, now he takes the form of Hanuman. So telling, if you saw, you know, Sarbhan, he can go to Kim Purush Desh, then you can take darshan of Hanuman, you can then saw how he is the great devotee of Lord. Narada kam zu Prahlad Maharaj und verherrlichte ihn als den größten Gottgeweihten. Aber Prahlad Maharaj sagte, oh, eigentlich bin ich gar kein Devotee. Wenn du einen wirklichen Devotee treffen möchtest,
dann geh zu Hanuman. Ich bringe dem Herrn gar keinen Dienst dar, aber echte Devoti bedeutet jemand, der immer zu dient. So Hanuman ist jemand, der unablässig dem höchsten Herrn dient. Deswegen, wenn du einen echten Devoti treffen möchtest, dann geh nach Kimpurusha Loka und sieh Hanuman. Hanuman ist eine Inkarnation von Shiva. Und Shiva wird auch bezeichnet als Vaishnavanam Yatha Shambhu. Shiva ist der Beste aller Vaishnavas. Ohne Shiva findet kein Lila von Bhagavan statt. Alle Spiele von Krishna ist Shiva mit dabei, um diese Spiele zu bereichern. Wenn der Höchste als Ram kommt, dann nimmt Shiva die Form von Hanuman an. Shiva denkt, wie kann ich in diesem Lila meines Herrn mit dabei sein? In dieser meiner ursprünglichen Form kann ich nicht dabei sein. Deswegen nimmt er die Form von Hanuman an, um Ramachandra zu dienen. Wenn Krishna, wenn der Herr als Krishna kommt, dann nimmt Lord Shiva die Form von Gopeshwar Mahadev an, von einer Gopi, und dient Krishna im Rasatanz. Und wenn der Höchste als Chaitanya Mahaprabhu kommt, dann kommt der Höchste Herr, dann kommt Lord Shiva als Advaita Acharya. Und er ist derjenige, Advaita Acharya ist derjenige, der Chaitanya Mahaprabhu durch seinen Rufen in diese Welt herabbringt. Das heißt auch, Jayakoro Sutapati Advaita Gosai Tavakripa Rode bei Chaitanya Nitai. Und durch die Barmherzigkeit von Advaita Acharya kann man Gora Nitai, Chaitanya Mahaprabhu und Nityananda Prabhu erreichen. So, he is a very, very powerful Hanuman. When Hanuman he took birth, only he took the birth, that time, now so much hungry. Tell him what can he eat, then he is the sunrise, you know. That is the sunrise. And look like how is the sun, like one pumpkin. Sun look like pumpkin. So when he saw sun, when he only took birth just now, he think he is one pumpkin. Now he want to swallow this, you know. Swallow this is the sun. Then he go and he swallow the sun. Now everywhere become dark. Then Indra became so angry. Then he is Vajra, you know, thunderbolt. He throw to Hanuman and he learned this. Thus then Hanuman became, now he fainted. When he became fainted, now who is the Hanuman? He is the son of Vayu, you know, son of Vayu. Then he is the Vayu is the manifested there. Lo, my son is become die. Then he is completely stop this will, you know, stop. And the will is stop, not possible this material world completely destroy. Then all demigods they are going to, you know, Brahma, you know, because of Brahma, oh, Brahma. Now this is the Pavandevi stop this wind. Now you are without wind, how can they become die? Then he is the Brahma, he came. And again he gave to life to Hanuman. And he gave all demigods they are manifested. And everybody gave to benediction to this Hanuman. What he gave benediction? You never die. You are not become old. Always you are very strong. And our weapon, if you are try to, you know, send weapon or weapon, never, you know, never can kill to you, not working to you. So all demigods they are gave to benediction to this Hanuman. All demigods there gave benediction. And why, you know, this all demigods know, and after this Hanuman became devotee of Ram, then he gave so much service to the Ram. So here is the childhood, you know, how he is very, very powerful, you know, child. Hanuman war schon als kleines Kind überaus mächtig. Als Hanuman gerade geboren wurde, so ganz klein war, dann war er sehr hungrig und dann schaute er, wo er was zu essen bekommen kann. So Hanuman, der sah, wie am Morgen die rote Sonne aufging. Und da dachte er, oh, das sieht aus wie ein Kürbis oder wie eine große rote Frucht. Das ist bestimmt was zu essen. So ist Hanuman losgesprungen und hat die Sonne verschluckt. Plötzlich war keine Sonne mehr da und im ganzen Universum wurde es dunkel. Indra, der König des Himmels, der wurde sehr zornig. Plötzlich war die Sonne weg, so er nahm seinen Donnerkeil
und schleudert ihn auf Hanuman. Und dann war Hanuman bewusstlos und so fast wie tot. Dann Hanumans Vater, der Windgott, der wurde sehr zornig. Und er hörte einfach auf zu blasen. So, wenn es keine Luft mehr im Universum gibt, dann funktioniert nichts mehr. Weil auch unser Körper, so viele Lüfter, alles wird durch Luft reguliert. So, Parmenev hörte auf zu blasen und es gab ein riesiges Problem im Universum. Also gingen alle Halbgötter zu Brahma, um die Sache zu schlichten. Brahma kam und wiederbelebte Hanuman. Und dann kamen alle Halbgötter und gaben Hanuman verschiedene Segnungen. Die Halbgötter wussten, dass Hanuman in der Zukunft ein großer Devotee von Ram sein würde. Und deswegen gaben sie alle ihre Segnungen. Sie segneten ihm, dass er alle Stärke und Kraft bekommt, dass er nie alt wird, dass er nicht stirbt und dass keine Waffen ihn verletzen können und so weiter, gaben ihm viele, viele Segnungen. So schon als kleines Kind war Hanuman überaus mächtig. Hanuman ki. Jai. Where were Vilas in? Vilas in the kitchen, maybe in the kitchen. Kitchen. Should I look for it? Yeah. Maybe you come to translate to your mother. Yes. So Hanuman is the very, very powerful in Hanuman, telling him the Dan be, he be charity. And he is the Dharma be, and he is the Juddha be, you know. He is very, very powerful in the Hanuman. So when Ravana is stolen to Sita, now this all Manti, they are, you know, discussing who can cross this. Sato Jojo and one hundred Jojo and with a cross and go to Lanka. Anybody cannot go. Only Hanuman can go there, you know. And between them are so many problems coming between. You know, one demon coming, he can swallow to him. And then there are three times coming problem, the all problem is solved, going to Lanka. And where do I enter this Lanka? That time Lankani is there, you know, Lanki. That time Hanuman thinking, why? No need to this old man, no need to any fight. If I, you know, he can easily I can enter and search for Sita. But when take very small, sometimes you can be and sometimes you can be small. But when take the very small form and enter, hey, where are you going? Who are you, monkey? Then he had to stop to him, then Hanuman takes the big form and one slap, when he was slap, then he go, you know, vomiting, this come to blood, his mouth come to blood. Then he tell him, oh, Brahma he gave to very dexanami, when one monkey is there came and slap you and you are become painted, you know, then you understand now this Lanka complete destroyed. Lanka become destroyed, you know. But when, you know, if one gives slap, then what happening? Hanuman is the devotee, you know, what is the devotee? Will it touch the devotee, his mind become changed. Then see Lankini, she telling, what is the glory of Sadhu Sangha, you know. When he gave example, Lakar, the Swarga, of a Barga Sutra, Dhariya Tula, Eka Anga, Sakalamili, Samanani, Jo, Lava Satasanga. So Lankani is telling what is the glory of Sadhu Sangha. Then he told he can take one scale, you know. One side keep the what is the happiness of Swarga, Moha, Jana, Tapa, even in the Brahma Lok, you know. You are together until the Swarga Lok to Brahma to provide kind of the happiness. You can keep the one side as one scale. And another side only you can keep to one moment, you know. One moment what is the fruit of Sadhu Sangha. He cannot to equal to this is the sadhus with sadhus and all this kind of all happiness. He cannot to equal. The sadhus only the very, very powerful, very, very powerful. Then he told, then see the left that place, then Hanuman entry, and when Hanuman the entry, now searching where are the Sita. Then he suddenly saw there are some Tulasi, you know, there are some Tulasi.
Laha Pasigul is the Lanka, is the Ravan staying, the Deva and Ha Pasigul is the only Tulasi, you know, only Devati house, you know. Natai some Rakhas, Devana house with the Tulasi, Ha Pasigul Tulasi yet. Then he come down, only Tulasi tree, it come down. Then he saw this front of this house writing Sri Rama. Oh, this is my Prabhu's name, Rama. Then he says Sankar Chakragadapati. Oh, every symptom is the, you know, devotee is symptom, you know. Then he will teach to us how can understand to somebody devotee, you know. How can understand? Then can understand if the front is the Tulasi and this half front of house writing Lord's name and some symptoms, Sankar Chakragadapati. Then understand, oh, this house is the, yeah, this house is the devotee's house. But sometime what happening in our India, writing there something front of a house, kutte se sabdhan, you have to be careful to this is dug, you know. That meaning who is staying in this house? This house staying is some dug. This house is some dug staying. So this is another symptom of the devotee's symptom. Then he writes, oh, everything the symptom of devotee. Then Hanuman understand, oh, so this is the son of devotee. Hanuman ist so mächtig. Als Sita Devi entführt wurde von Ravan und sie endlich herausgefunden hatten, wo Sita Devi ist, nämlich in Lanka, dann besprachen sich die Affen, wer in der Lage war, nach Lanka zu springen. Und nur einer war in der Lage zu springen, das war Hanuman. Und als Hanuman über diesen Ozean sprang, kamen so viele Hindernisse. Dreimal wurde er aufgehalten. Einmal kam eine riesige Dämonin, die ihn verschlucken wollte. So viele Hindernisse. Aber trotzdem, er ließ sich nicht davon aufhalten und er sprang nach Lanka. Als Hanuman in Lanka ankam, dann dachte er sich, ich will hier nicht groß kämpfen und einen Aufruhr verursachen. So er nahm eine winzig kleine Form an und versuchte einfach so reinzuschlüpfen nach Lanka. Aber Lanka wurde beschützt von einer Gottheit, Lankini Devi. Diese Lankini Devi, eigentlich Parvati Devi, Frau von Shiva, sie war praktisch von Ravana dazu gebracht worden, Lanka zu beschützen. Aber so, sie bewachte dieses Lanka. Und als Hanuman so hineinschlüpfen wollte, plötzlich hörte er, hey Affe, wo willst du hin? Was machst du hier und wer bist du? So, dann Hanuman sah diese Lankini Devi und dann nahm er eine ganz große Form an und gab ihr einen Schlag. So ein Schlag, dass sie bewusstlos zu Boden fiel und Mund, Blut aus ihrem Mund lief. Dann die Lankini sagte, oh, jetzt erinnere ich mich an eine Segnung, die mir Brahma gegeben hat. Die Segnung ist, ich muss so lange dieses Lanka hier bewachen, bis ein Affe kommt und mich schlägt. Jetzt ist dieser Tag gekommen. So, meine Zeit hier in Lanka ist vorbei. Sehr bald wird dieses Lanka vernichtet werden und ich bin nicht mehr hier zuständig. Und denn Lankini Devi durch diese Berührung von Hanuman, der ein großer Devotee ist, wandelte sich ihr ganzer Geist und sie fing an, die Herrlichkeit von Sadhu Sangha zu lobpreisen. Sie sagte, Sadhu Sangha ist so glorreich, wenn man das Glück aller Planeten dieser materiellen Welt zusammennimmt, und das Glück von Svarga-Loka auf der irdischen Planeten, Janamaha, Tapa-Loka und sogar Glück von Satya-Loka, Paramas-Planeten. Alles Glück zusammen und auf einer Seite von der Waage legt und auf die andere Seite einen kleinen Moment Satu-Sangha, das ist nicht zu vergleichen. Satu-Sangha ist so viel mehr glorreich. Also Lankini Devi verherrlichte Satu-Sangha und Hanuman und verschwand. Und dann ging Hanuman nach Lanka hinein in sehr kleiner Form und er flog so über die Stadt, um Sita zu suchen.
Und plötzlich sah er einen Tulsi-Garten. Und er dachte sich, was ist das denn? Hier ist eine Stadt von Dämonen, ist das Reich von Ravana. Dämonen verehren keine Tulasi. So, wo kommt hier diese Tulasi her? Dann kam er näher und er schaute sich das Haus an. Er sah, am Eingang des Hauses war Sri Ram geschrieben, die Namen des Herrn. Er dachte, oh, das muss das Haus von einem Devotee sein. Und schaute sich weiter um und er sah, da waren die vier Symbole von Vishnu, Shankha, Chakra, Gada, Padma, Lotus, Keule, Feuerrad und Muschelhorn. Er sagte, oh, das muss das Haus von einem Devotee sein. Deshalb, daran erkennt man Haus von einem Devotee, dass es dort Tulasi gibt, dass dort der heilige Name an der Tür steht und dass die Symbole von Vishnu dort vorhanden sind. Heutzutage schreiben die Leute an ihr, machen sich ein Schild an die Tür, Achtung vor dem Hund. So, da kann man verstehen, dort wohnt ein Hund. Auch wenn der heilige Name an der Tür steht, kann man verstehen, dort wohnt der höchste Herr. Gut, so, so, settling with the devotee, you can understand when to sleep and relax. Now, coming one question, now, Vibhishana is staying in Lanka, and Lanka, Brahman is the king, but staying in the kingdom, but how possible? The front of this house is writing the name of Ram, how possible? How? So, Vibhishana, he gave very nice teach to everyone. So, what is the teaching he gave? He gave teach to us, once what happening, somebody go and complain to Ravan, hello Ravan, Ram is the, your enemy, well, yes, he is my enemy, but I am the, Ram is the enemy, but you know, your country, who is the Ram's, you know, very good devotee, who is the topmost devotee, Ram, he present your country, well, who, well, your own brother, well, who, well, Vibhishan, well, how you are understand, well, you can go, saw what is the writing the front of this is the house, and go, Ravan is coming, then he saw Raya Dhyan writing the Sri Rams, love Vibhishan, well, what happened, well, Ram is my enemy, how possible you are writing your name, his name in the front of his house, well, where, well, what, Sri Ram, you know, Sri, Vibhishan telling, where is the Sri Ram, well, what is this? No, I am doing so much love to my brother, elder brother and his wife. So I am writing his name. Well, how? Well, what is your name? Well, Robert. But what is the first letter? Well, Ra. Well, what is your wife? Well, Mandodari. What is the first letter? Is the Ma. Well, Sri Rama. Sri Ravan and Mandodari. He is very so happy. No. It is a Vibhishan. Vibhishan, he teaches us. He gave very nice teaching for devotee. He gave very nice teaching. If teaching, he got so this material wall, he doing some nonsense, nobody telling anything. Drinking alcohol, eating meat, fish, gambling, nobody, very good. But when you chanting this holy name, put some tilak, kanti, mala, everybody become your enemy. Everybody very enemy, well, what is this? But he gave teach to us, if you want to bhajan, you know, you can cheating to, or the out person, you can cheat to them, but this bhakti can keep to your heart, he didn't do a keep the bhakti. Well, outside, cheating to them, but inside you can give love, affection to love, you know. So this thing he teach to us. So, welches Haus war das, das Hanuman dort sah, mit der Tulasi und dem Namen von Krishna, das war das Haus von Vibhishan. Vibhishan war Ravans Bruder und er lebte in Lanka, aber er war ein großer Devotee von Ram. So, einmal kam ein Minister zu Ravan und sagte, oh König, dein Ram ist dein Feind. Jawohl, Ram ist mein größter Feind. Und wie ist es dann möglich, dass der größte Devotee von Ram
in deinem eigenen Königreich, in deiner eigenen Stadt lebt, sagt wo, wer. Dann sagt er, dein eigener Bruder, wer. Vibhishan, wie kommst du darauf, dass Vibhishan ein Geweihter von Ram ist? Er sagt, ja, schau doch mal, was er da an seiner Tür stehen hat. So Ravan kam und er sah Shri Rama. Und er wurde so zornig. Und er ging, Vibhishan, du verrätst mich, du bist ein Betrüger. Du bist erscheinst wie mein Freund und mein Bruder, aber in Wirklichkeit verehrst du meinen größten Feind. Und der Vibhishan sagt, wieso, wie kommst du darauf? Ja, ich sehe doch, was du an deiner Tür stehen hast. Was habe ich denn an meiner Tür stehen? Shri Rama. So Vibhishan sagt, oh König, du verstehst nicht. Du bist mir lieber als mein eigenes Selbst. Du bist mein Bruder, ich habe so viel Zuneigung zu dir. So, Ra bedeutet Ravan, das ist für dich. Und Ma bedeutet Mandodari, deine Frau. So, deine Initialen an meiner Tür stehen. Nur Ravan ist sehr happy, oder auch ein guter Bruder. So, eine Lehre für uns da drin. Wie Vishiran sagt, wenn man unter Dämonen und Materialisten lebt, dann muss man manchmal ein bisschen schlau sein. Weil Materialisten, wenn du Unsinn machst, wenn du trinkst und rauchst und Unsinn machst, das finden sie toll, hat keiner ein Problem damit. Das finden alle in Ordnung. Aber sobald du anfängst, der Tilak drauf zu machen, dort die anzuziehen und den heiligen Namen zu chanten, dann sind sie alle gestört und haben Probleme. So deswegen, manchmal muss man, wenn man unter solchen Leuten ist, muss man ein bisschen geschickt sein und das verstecken, aber im Inneren immer die Zuneigung zum Herrn kultivieren. Hanuman ki. Jai. So, you know, Hanuman, such a person, we cross this person and he went to Sita, you know. Then he went to Sita and they gave it, then he gave to this Ramchandra, he said, you know, his own ring. Ring. And he gave to Sita, and Sita gave this little crown to Hanuman. Hanuman bring to give to Ram, you know. And the whole Lanka is burning. The whole Lanka is the burn of the whole Lanka. Why? Now give two questions. Now Lanka completely made by gold. Gold never burn. Gold never burn. How possible? Hanuman is burned the whole Lanka. He is made by gold. How is possible? Only he left only one house, Vibhishan house, without whole Lanka is the burn. Who is the Hanuman? He is the Siva. Who is the Siva? He is the Destroyer. You know, he is the Destroyer. He teach to us, if you don't bhajan, not doing bhakti to Bhagavan Lord, even this is the made by gold, but he is the complete burn. You know, if not doing bhajan. If doing bhajan, Lord's bhajan, then, you know, only save to only you. Vibhishan is doing bhajan to Ram, only his house save, and without everybody, all whole Lanka become burned. So Hanuman gave teach to us, if doing bhajan, only your house becomes safe, without your house, everything becomes burned. So, nachdem er Vibhishan getroffen hatte, ging Hanuman zu Sita Devi. Und er fand Sita Devi im Ashok-Garten und er brachte ihr Rams Ring als ein Zeichen, dass er von Ramachandra kam. Und Sita Devi gab ihm ihre Krone für Ramachandra mit. Und danach brannte Hanuman die ganze Lanka nieder. Die ganze Stadt niedergebrannt. So, man mag fragen, aber Lanka war völlig aus Gold gebaut. Und Gold brennt nicht. So wie kann es sein, dass die ganze Stadt niedergebrannt wird? So die Antwort ist, dass Hanuman ist eigentlich Lord Shiva. Und Lord Shiva ist der Zerstörer und zerstört die gesamte materielle Welt. Und deswegen für Lord Shiva ist es ein leichtes, alles niederzubrennen, selbst wenn es aus Gold ist. So ganz Lanka war niedergebrannt, nur ein einziges Haus war nicht beschädigt. Das war das Haus von Vibhishan. So die Lehre hierbei ist,
dass wenn man kein Bhajan ausführt, wenn man den Herrn nicht verehrt, selbst wenn man sein eigenes Haus aus Gold ist, wird es zerstört werden, wird alles zerstört werden. Aber wenn man den höchsten Herrn verehrt, dann wird der höchste Herr alles, was man besitzt, beschützen. Das ist die Lehre hier draus. So, and when Hanuman returned, then Bhagavan Ram, you know, became so happy with Hanuman, you know, without you not pursuing somebody, you know, search to hunting Sita is the way out. Then Ramchandra, he gave to embrace to this Hanuman, you know. Lord himself, he embraced to Hanuman. And he became so happy to Hanuman. And when there, how can we go to there? Then they are make a breeze. But who is the main person to make the breeze? Well, Hanuman. He writes the name of Ram. And when he throws that, even this is the floating, this is the stone, even floating the this ocean. That you are teaching. You are, if you take the shelter of Lord, you know, even this is the Bhava Sagar. You know, this thing gives the example of the Bhava Sagar. This is the ocean of cycle and birth. Material existence. Huh? Material existence. Yeah, so this is the Bhava Sagar. So, but he take, if you take shelter of Ram, then what happens? Then you can fall. Even your stone, then you can fold. This is the floating, you know, floating. Mm-hmm. Floating, this is the. So, this is the, who is the main person? This is Hanuman. Right? Then you will go there, be hide there, and complete the whole Lanka is destroyed. Then you are bring to Sita Mata to Hoyar, bring to in Ajodhya. When you bring to Ajodhya, then Ramchandra, you know, become so happy to Hanuman. So happy to Hanuman. Hanuman, what do you want? Today, what you can ask again? Everything gave you benediction. Then Hanuman telling, O Prabhu, bar bar baramagam. Again, I asking only one benediction. But what is the? Well, you gave to mind your Shuddha Bhakti. Eh? Anupayini, without Niskam Bhakti, no any material desire. You know, Niskam Bhakti only, and only Sadhu Sangha, and only your Shuddha Bhakti only there to me. Anubhaini without desire, you know. Anya Vyasita Sunam, Gyan Karma Dhyanam. Only I want your Bhakti, and only your service and Sadhu Sangha. I never want anything to me. And then Ramchandra, he gave hands to the head of Hanuman. And when he gave this hand to Hanuman, then we are saying this is the Lanka. You know, by Siva, he takes the form of Hanuman. Then when came to this heart or head of Hanuman, then he sang it, this is the Kailas, you know, Kailas. Then he saw how this head come to the head of the Shankar. Then his Shankar became so happy. Oh, today my life became very successful. Why? Lord, he pleased to me. I gave very excellent, and he gave this bhakti to me. Then Shankar will my life become successful. So, nachdem Hanuman Lanka niedergebrannt hatte, ging er zurück zu Ramachandra und brachte Kunde von Sita Devi. Und Ramachandra war so glücklich, dass Hanuman Sita gefunden hat und Botschaft von ihr brachte. Er sagte, oh Hanuman, das, was du getan hast, kein anderer hätte das tun können. So Ramachandra war so zufrieden, dass er Hanuman umarmte, er nahm mit seinen Armen. So Hanuman war so gesegnet, dass er die herzliche Umarmung von Ramachandra bekam. Und danach kämpften sie, gab es eine gewaltige Schlacht um Lanka. Und nach dieser Schlacht brachte Hanuman Sita Devi wieder zurück nach Ayodhya. Und Ramachandra war so zufrieden mit Hanuman, dass er sagt, Hanuman, was immer du von mir haben möchtest, ich gebe dir jede Segnung, die du möchtest. Was wollte Hanuman haben? Hanuman sagte, ich möchte nur reine Liebe, reine Hingabe zu dir, mein Herr. Shuddha Bhakti. Ich möchte nichts anderes, ich habe keine Wünsche, ich möchte nur dir mit Liebe rein dienen kann. Und dann legte Ramachandra seine Hand auf Hanumans Kopf. So Hanuman ist die Inkarnation von Lord Shiva.
Und als Ramachandra seine Hand auf Hanumans Kopf legte, dann Lord Shiva in Kailash, der fühlte, dass jetzt ist mein Leben erfolgreich geworden. Er dachte, heute ist der Herr mit mir zufrieden und gibt mir seine Segnung. Heute ist mein Leben erfolgreich. Then in Sita, she also became so pleased to Hanuman. Lo, Hanuman, today also I want to give some present and sing. You know this story, how he gave this necklace, and how Hanuman take one necklace and this biting. You can tell this story. Kind. Then als nicely can tell. Sita Devi war ebenfalls sehr zufrieden und glücklich mit Hanuman. So, als die Affen und Ramachandra und Sita wieder zurück waren in Ayodhya, dann an einem Tag verabschiedete Ramachandra all die Affen, ne, und schickte sie zurück. Und jeder Affe wurde einzeln aufgerufen und jeder bekam eine Segnung. Jeder durfte sich wünschen, was er gerne wollte. Und Ramachandra gab jedem seine Segnung, Sita Devi auch. So, aber Hanuman wollte nichts. Er wollte nur Ramachandra dienen, er wollte nichts anderes. So, Sita Devi war so zufrieden mit Hanuman, dass sie ihr wertvolles Halsband, was sie von Ramachandra geschenkt bekommen hatte, das nahm sie ab und das schenkte sie Hanuman. Hier, Hanuman, das möchte ich dir geben. So, Hanuman nahm dieses Halsband und begann, diese Perlen, kostbaren Perlen drauf zu zerbeißen. Nahm eine Perle, biss drauf, guckte er sie an, schmiss sie weg. Dann nahm er die nächste Perle und wieder reingeguckt, wieder weggeschmissen. Dann sagt er, alle haben gedacht, oh mein Gott, was macht der Hanuman da? So wertvolles Geschenk. Dann haben sie alle gedacht, oh, er ist halt ein Affe. Affe bleibt Affe, irgendwie. Ah, der kann solche Sachen nicht wertschätzen. Sita Devi fragte Hanuman, ich habe dir das geschenkt, dieses Halsband, wieso machst du es kaputt, wieso beißt du da drauf? So Hanuman sagte, oh, ich schaue, ob in diesen Perlen Sita und Ram drin ist. Wenn da Sita und Ram nicht drin ist, dann habe ich keine Verwendung dafür, deswegen schmeiße ich sie weg. Und Sita sagte, oh, aber Hanuman, in deinem eigenen Herzen ist Sita Ram? Hanuman sagte, ja. Und dann nahm er riss er sich die Brust auf und jeder konnte sehen, in seinem Herzen, Hanumans Herzen, Sita Ram, Sita Ram. So, auf die Weise hat Hanuman gezeigt, dass er praktisch unablässig, weil sein Herz ist immer bei Sita und Ram. Yeah, there's like this, there are so many pastimes you have. This is the nice pastime of Hanuman. So today you are listening, this is the one is the Naam Bhajana Pranali Naam Pranali. One Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, he written one scripture. The scripture name he gave, how this Kali Yuga Bhagavan, he keep very easy process, how you can cross this material existence. This is the only Harinam Sankirtan. But now he coming to the question, how you can chanting this holy name, you know? What is the process of chanting this holy name? And this is Namapara. So Prabhupada written one scripture, so today you are trying to retrieve this, our Harinam Sankirtan. So jetzt möchte ich das vorlesen aus einem Buch von Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. What's the name? This is the Naam Bhajana Pranali. Naam Bhajan Pranali und Naam Aparad Vichar. In diesem Kali Yuga, der einzige Vorgang, erfolgreich zu sein, ist das Chanten von Krishnas Namen. Ohne Krishnas Namen gibt es keine Vollkommenheit im Kali Yuga. Aber wie chantet man richtig diesen heiligen Namen? Was ist der Vorgang, den heiligen Namen zu chanten? Und wie kann man die Vergehen beim heiligen Namen vermeiden, wenn man chantet? So diese Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur hat so eine Schrift geschrieben und daraus hören wir jetzt. Yeah, so they are telling the three kinds of name. One is the Namaparad, Namabhas, and the Sudhana.
There are the three kind of this name. If you, you know, this chanting nama aparad, but nama he must give something to you. Sometimes you saw this material world so much, you have so much money. Very richer person. But now can come a question, which kind of their previous life they are doing to some, you know, some chariot. Now they are such a very, very rich person. How? But previous life they are chanting this name of holy name. Naam, but this is the naam aparadhana. Must naam he gave something to you, you know? Must he give something to you. If you chant it, if you want holy name such a very powerful, you know, you cannot hold life, you cannot do such a kind of sinful activities. If you want naam, you know, or naam how the very powerful complete finishing your all this sinful activities. So this is naam aparadh, they are deeds. So you have to give holy name. But they are naam aparadh, so naam he gave to such a very wealth. Gut, es gibt drei Arten von Chanten. Erste Art von Chanten nennt man Naam Apparat. Chanten mit Vergehen. Zweite Art von Chanten ist, nennt man Naam Abhas. Naam Abhas bedeutet so viel ein Schimmer vom echten heiligen Namen. Nicht der richtige heilige Name, aber ein Schimmer davon. Und eine dritte Art von Chanten ist, nennt man Shuddha Naam oder den reinen heiligen Namen. Ja. So, der heilige Name ist so wunderbar, dass jemand, der den heiligen Namen chantet, wird immer ein Ergebnis bekommen. Ne? Selbst wenn man mit Vergehen den heiligen Namen chantet, gibt der heilige Name Ergebnisse. Ja, zum Beispiel, Maharaj sagt, in dieser Welt gibt es manche Leute, die sind unglaublich reich. Ne? Sie haben so viel Reichtum und Macht, man fragt sich, wie ist das möglich? Was für fromme Tätigkeiten hat so eine Person getan in der Vergangenheit, dass er so viel Reichtum bekommt? So, aber die Erklärung ist, dass diese Personen haben in ihrem früheren Leben Namenapparat gechantet. Die haben den heiligen Namen gechantet, aber mit materiellen Wünschen, mit Vergehen. Nicht um den Herrn zu erfreuen, sondern mit anderen Motiven. Das nennt man Namenapparat. So, aber trotzdem, obwohl sie praktisch nicht den richtigen heiligen Namen chanten, trotzdem der heilige Name ist so mächtig. Das heißt auch, dass der heilige Name, ein einziger heiliger Name, reiner heiliger Name, kann mehr Sünden zerstören, als auch der sündigste Mensch sein ganzes Leben lang begehen kann. Ein einziger heiliger Name kann mehr Sünden auslöschen. So, der heilige Name ist unglaublich mächtig, unendlich mächtig. Und deswegen, selbst wenn jemand nur Namaparat chantet mit Vergehen, dennoch bekommt er Ergebnisse. I'm telling you, sometimes you give also heaven planet, you know, becoming Indra also. Namaparat sometimes give heaven planet also. Yeah. So telling this is the, and this is the, this is the Namaparat, but it's the Namabhas. But in Namabhas they are telling, Namabhas is, you know that you have Namabhas? You are without offense when you are chanting, but without, not you have, you know, this is the, this is not any offense, but now anartha, you know that four kind of anartha. But this anartha now steal your heart, anartha. But this four kind of anartha, so now, but you are not in Namapara. But now still now anartha. Yeah? This name is the Namabhas, like this they are telling. Sanketyam, Parihasyam, Stobham, Helena Vibhava, you know, this is the Vaikuntha Nama Graham, Asis Agaharam, Vidhani Avchanti, it's very good. You know, they are all your Agamini Pabhi, the finishing. But this kind of chanting this holy name, what is the fruit? Is the Mukti. You know, they can give Mukti. But if chanting this pure name, then he gives to Krishna, Prema. Gut, Namaparat zum Beispiel, durch Namaparat kann man auch auf die himmlischen Planeten gehen und Indra werden, der König des Himmels, einfach nur durch Namaparat, durch vergehenvolles Chanten. Sondern die zweite Art von Chanten, das nennt man Namabhas. Namabhas ist noch nicht der reine heilige Name.
Aber es ist auch nicht mit Vergehen. Aber dennoch, dieses Chanten ist nicht rein. Es sind immer noch Anattas, Unreinheiten im Herzen. So, es gibt vier Arten von Anattas. Zum Beispiel Svarupram, das bedeutet, dass man seine ewige spirituelle Identität nicht kennt, dass man nicht weiß, wer der Herr ist, was diese Welt ist. Dann Asatrishna, dass praktisch noch immer Wünsche nach Befreiung oder nach materiellem Genuss im Herzen sind und nach mystischen Kräften. Oder aber, dass man unbewusst Vergehen begeht oder das Herz noch schwach ist, dass man immer noch angehaftet ist an diese materielle Welt, immer noch Falschheit und Neid im Herzen ist, aber nicht bewusst mit Apparat, nicht bewusst den heiligen Namen für etwas missbraucht, für materielle Motive missbraucht. So, das nennt man Namabhas. Namabhas ist von verschiedener Art, zum Beispiel wenn jemand einfach nur Krishna, Krishna ruft, und er meint eigentlich was anderes. Zum Beispiel gibt es die Margarine, die heißt Rama. Gib mir mal die Rama. So, der meint eigentlich was anderes, aber er chantet den heiligen Namen von Krishna. So, das ist es zum Beispiel Namabhas. Der hat jetzt keine Motive, ich will jetzt chanten, um irgendwas zu bekommen. Der chantet einfach nur den heiligen Namen. Oder macht sich lustig. Ach, das sind schon wieder diese Krishnas. Hare Krishna, Hare Krishna. So, auch chantet heiligen Namen. Der weiß nicht, was er da sagt. Und er weiß auch nicht, was das bedeutet. Aber trotzdem chantet er irgendwie den heiligen Namen aus. Oder aber nachlässig, dass jemand einfach chantet, ohne darauf zu achten, ohne es bewusst damit den Herrn zu erfreuen, sondern einfach Nachlässiges. So verschiedene Arten von Namabhas. Diese Art von Namabhas, die geben, dadurch, wenn man durch dies, wird alle Arten von Sünden bereinigt. Alle Arten von Sünden werden zerstört. Einmal war im Festival von Gurudev ein kleiner Junge von Sunandini aus Berlin, der ist rumgerannt, hat immer geschrien, Radhe, 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 Radhe. Dann hat eine Devoti, hat Gurudev gefragt, Gurudev, was ist das Ergebnis davon, dass dieser Junge im Radhe-Radhe sang? Und Gurudev hat gesagt, eigentlich seine materielle Existenz ist schon beendet. Es sieht nur noch so aus, als ob er Karma hat, so wie ein Ventilator, wenn man den Stecker rauszieht, der dreht sich noch ein bisschen weiter. Aber eigentlich ist sein Karma schon zerstört. Also das Ergebnis von Namabhas ist Mukti, Befreiung aus dieser Welt, dass man aus dieser Welt befreit wird. So now telling Hari Kirtan Sravanagara Pranali, what is the process of Hari Kirtan, you know, that what is the process of Hari Kirtan. So then Prabhupada telling Aveshnava Mukha Girnam Putam Hari Katam Ritam Sravanaiva Naiva Kartabam Sarpochishta, you know this slow, Sarpochishta Jathabaya, you know, yesterday you heard Aveshnava Mukha Girnam Putam Hari Katam Ritam, it is not somebody Vaishnavas. But you listening from Hari Katha from there. They are give example like this meal, then he gave the pushti, tushti, everything. But you touch this snake, then what happens? Then he is completely fire. So totally be careful. Only you can listen in Hari Katha, only for a Vaishnavas, not anybody else, you know. So telling if they are the Mahabharata, this slogan is the Padma Pura. And Mahabharata they are telling the जे व्यक्ति न्याय रहित अन्याय न सुनत जह ताभुवम नरकम घोर ब्रजत काल अखय एक जो व्यक्ति न्याय रहित अन्याय न सुनत जह इफ यू डोंट फॉलो दिस स्क्रिप्चर एंड यू आर नॉट फॉलो दिस प्रॉपर दिस इज द वैष्णव परंपरा यू गो टू सम बैड वे इन व्हाट हैपनिंग बोथ यू कैन गो टू नरक हेल इज प्लैनेट हु इज द लिसनिंग एंड हु इज द telling. So necessary, there are some proper Guru Parampara. If not a Guru Parampara, then this line and this place, you know, this Hari Katha never gave you any proof. Then both you can go to Ganeshwar. Necessary telling, if you accept some mantra, this is under Vaishnavas, you know,
Chali, then you also go to Helen's planet. If you, the, if you don't know before this thing, but you take accept mantra from the Vaishnava, then if you after understand, oh, I am not such a good line, some bad line. But after Bhaktani Chali, Punna Sabidhanam Samyagra Grahayat Vaishnava. Again, you can proper way, follow this proper way, accept some proper Vaishnavas, accept some mantra to proper Vaishnavas, you accept this mantra, then this mantra gave you Krishna. So, jetzt hören wir über den Vorgang, wie man richtig chantet. So, das erste Mal, erste Anweisung ist, dass man darf nicht Gemeinschaft haben mit Nicht-Gottgeweihten. Man muss Harikata hören, man muss Mantra bekommen, nur von richtigen Gottgeweihten. Wir haben gestern das Beispiel gehört von der Milch und der Schlange. Milch ist eigentlich sehr nahrhaft und wohlschmeckend und belebend, aber wenn die Milch von der Lippen einer Schlange berührt wird, dann wird es tödlich. Ja. So in gleicher Weise muss man den Mantra von einem echten spirituellen Meister annehmen. Echter spiritueller Meister bedeutet jemand, der in der Guru Parampara ist. Das heißt, der richtigen, einen autorisierten Schülernachfolger. Und diese Person, dieser muss verwirklicht sein, muss Krishna kennen. Denn wenn man von einer solchen Person den Mantra annimmt, dann ist er wirkungsvoll, dann ist er machtvoll, dann kann man damit richtig Fortschritt machen. Angenommen, man hat, weil man es nicht besser wusste oder aus den Umständen heraus, den Mantra von einer Guru angenommen, der nicht rein und nicht qualifiziert ist, dann weisen die Schriften an, dass man diesen Guru aufgeben sollte und wieder neu Einweihung nehmen sollte von einem echten spirituellen Meister. Ansonsten, wenn man einem falschen Guru folgt, dann ist es sicher, dass beide zur Hölle gehen, sowohl der Guru als auch der Schüler. So, das ist wichtig. Yeah. So they are telling Chaitanya Mahaprabhu himself, you know, is he telling without mercy of a sadhu, Krishna Bhakti Janma Kul Hai Sadhu Sangha. Only mercy of a sadhu, associate of a sadhu, then only Krishna Bhakti can attend without sadhu. Cannot attend in Krishna Bhakti. So, Tostin Sadhu Sangha Sarva Sastrikai, Lava Matra Sadhu Sangha Sarva Siddhya. So, everywhere telling the master, associates with Sadhu, then can get all kind of perfection. So, anywhere did not telling with another Sadachar, following the Sadachar, if some Asadachar, with no, some offense person, always they are telling you not that kind of association. But really, Ataha Sri Krishna Nama Dina Bhavet Rajendriya. Krishna Nama, he cannot, this is the material term, he cannot chanting this holy name. Well, seven mukhai jivado. When your nature becomes seven mukh, you know, then this name is the manifested your tongue. So necessary, always Prabhupada telling, always the with sadhu sangha, we are chanting this holy name. Only sadhu sangha, then possible we can do bhajan. Without sadhu sangha, we cannot do bhajan. So, I will translate. So, Chaitanya Mahaprabhu selber sagte auch, Krishna Bhakti Mula Hoy. Jai sadhu sangha. Jai sadhu sangha. Die Wurzel oder der Ursprung von Krishna Bhakti ist Sadhu Sangha, eine Gemeinschaft mit echten Sadhus. Das heißt auch, Sadhu Sangha, Sava Shastri Koi, Lava Matra Sadhu Sangha, Sava Siddhi Hoy. Dass alle Schriften bestätigen, dass selbst ein kleiner Moment von Sadhu Sangha kann alle Vollkommenheit geben. So, deswegen,
muss man schauen, dass ein Vaishnava ist jemand, der all den Vaishnava-Prinzipien richtig folgt. Und wenn man jemanden sieht, der nicht den Vaishnava-Prinzipien richtig folgt, dann ist er auch kein Sadhu. Und wenn er kein Sadhu ist, dann kann er uns auch nicht Krishna geben. Das heißt, Atah Shri Krishna Namadi Nabhavet Grayam Indriyai Sevan Mukha Sivadau Svayam Evas Puratyata. Die materiellen Sinne können niemals Krishna verstehen oder Krishna sich Krishna nähern. Materielle Zunge kann nicht Krishnas Namen chanten, die materiellen Augen können nicht Krishnas Form sehen, die materiellen Ohren können nicht Krishna hören. Deswegen, nur ein echter Sadhu hat praktisch diese Verbindung zu Krishna. Nur der echte Sadhu kann uns Krishna geben. Deswegen ist es sehr wichtig, deswegen sagen alle Schriften, nur durch Sadhu Sangha kann man Krishna Bhakti bekommen, nicht auf andere Art und Weise. So here they're telling, so Prabhupada they are telling, there is Surti Smriti, you know this look? Surti Smriti Varanadi Vancha Rata Vidhi Vina Aikanti Hari Bhakti Utpada Reva Gavra, you know this look? Without this Surti or the Smriti, you know, without this is the follow. Puranati Vidhi Vina, if don't follow this, that is their rule and regulation, but you look like, you know, I can't think of Hari Bhakti. Then you look like, oh, he's doing very nice, you know, bhajan, he's doing very nice, follow, this is the proper way, he's following the everything, and telling Hari Katha, and he's great sadhu. Well, no, this is the Utpad, the Eva Kevalam, this is the Utpad. What is the Utpad? Obstacle. Even like this, you know, there are India, there are some Vaishnava Sampradaya, but they are not following any rule and regulation of Vaishnavas. They are telling don't do Ekadasi Vrat. You know? You don't follow the Janmashtami Ram Navami, not offering any tulas to any offering to Krishna Prasad. They are not following Narsingh Chaturdasi. But it looks like, you know, they are devotees, you know. It's like devotees, they are telling all scripture, Bhagavad, Veda, Puran, all everything they are giving quotation, they are telling Hari Katha. But they are not following, you know, are telling the Sruti and the Smriti, they are telling, they are not following. But you saw outside, oh, they are, you know, telling the nice Hari Katha and also telling all Gita Bhagavad. Well, no, this is the only Akshakal, this is the Utpas. Ein Vers in Schriften. Sruti Smriti Bhuranadi Pansarata Vidhin Aikantiki Arya Bhakti Upata Aiva Kalpate. Selbst wenn jemand scheinbar reine Bhakti praktiziert, so viel ausschließliche Hingabe besitzt, aber er folgt nicht richtig den Regeln der Schriften, was Bhakti betrifft, denn diese Art von Bhakti, die ist nicht segensreich, sondern im Gegenteil, die schafft nur eine große Störung in der Welt, ne, große Hindernisse. Ja, so, es gibt zum Beispiel viele Vaishnava-Schulen in Indien oder auch anderswo. Die folgen nicht Ekadashi, die opfern kein Prasadam, folgen auch nicht Janmashtami oder Ram Navami, diesen Dingen. Aber sie sprechen aus den Schriften, sie zitieren Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam. Und sieht so aus, als ob sie so viel Hingabe besitzen. Sie singen mit so viel Inbrunst den heiligen Namen. Na, aber sie folgen nicht den Prinzipien von Bhakti. Na, diese Art von Bhakti, die schafft eigentlich nur große Störungen in der Welt. Aber die bewirkt keine Liebe zu Krishna, kann man dadurch nicht bekommen. So, now they're telling how you can chanting this holy name. Then this holy name gave to Krishna Prema. Sometimes you are somebody chanting one lakh harina, very long time to chanting this harina. Sometimes you saw not happening any fruit. Well, why not happening any fruit? So how you can chanting this holy name, that like this you don't chanting this holy name. So this holy name never gave a fruit. Now so tell it, now you tell it how you can chanting this holy name at the time you go. Yeah? So this
So one minute, listen, utterly. This is the telling, when you are chanting this holy name, how you can chant this holy name? They are telling the necessary one pointed, your mind not going here and there, your mind not going here and there. And you don't telling, you know, without Krishna Katha, you can don't telling any another Katha. And when you chanting this holy name, necessary to Namartha Chinta. What is this name, what is the meaning of this holy name? Necessary can also thinking what is the name. And when chanting to this holy name, you know what happening, you are sometimes chanting this holy name, and sometimes meet you are put out, oh, now not finishing. Many times this is the mala you are take out, now still now not finishing. Well, no. When you are chanting this holy name, you know, you don't think, oh, now I'm still not finishing, no. That meaning you have not tasted this holy name. So you are again to again take out this mala. You know, your mind is not fixed there. Where you have chanting this holy name, you come some taste. Then first thing, oh, necessary I can chant more and more, more and more. That many times you take out mala meaning, you have not taste coming to this holy name. So you are take out. So Nidrita Nirbina Nirbhai Mitabu Prasan Nijana Chintami. So when you chanting the holy name, one painted mind becomes completely one paint. If you chanting this holy name, then one day this holy name gave to Krishna. First one pointed, then second. Then you can Namartha Chinta. No, not one before, one other thing before you said. Yeah. This is the Japagale Ekagra Bhavi Lao. A Chitte Sudha Thake Britha Katha Nahi Kao. Without Krishna Katha, I don't tell you any Katha. So, jetzt ist die Frage, wie muss man jetzt chanten, dass man tatsächlich Liebe zu Krishna bekommt? So manchmal sieht man, dass jemand chantet den heiligen Namen. Vielleicht chantet er sogar 100.000 Namen am Tag, 64 Runden. Und trotzdem passiert nichts, trotzdem ändert sich nichts in seinem Herzen. Dann kann man verstehen, dass er den heiligen Namen nicht so gechantet hat, wie man ihn eigentlich chanten soll. So, wie ist jetzt der Vorgang, so zu chanten, dass tatsächlich Liebe zu Krishna erwacht? Das Erste ist, dass man mit ungeteilter Aufmerksamkeit chanten soll. Dass man sich nur diesen einen Wunsch hat, ich möchte den höchsten Herrn erfreuen, ich möchte Bhakti, und sich nicht ablenken lässt und sich völlig darauf konzentriert, diesen heiligen Namen zu chanten. Das Zweite ist, das habe ich schon wieder vergessen. So, telling sometimes necessary to, when you're chanting this holy name, you can sitting only some alone place. You know? Okay. You sit some alone place and sit down one place, you know, and try to slowly mind one fix your mind chanting this. Sometimes you have taken some mala. So, es bedeutet, dass wenn man chantet, soll man sich völlig vertiefen. Je nachdem, wie man sich am besten vertiefen kann. Zum Beispiel, manchmal muss man sich alleine hinsetzen irgendwo und einfach keine Ablenkung haben und einfach sich nur vertiefen in das Chanten der heiligen Namen. Manchmal mit Devotis zusammensetzen, dass man sich praktisch nicht ablenkt, sondern zusammen den heiligen Namen chantet. Aber wenn man weiter Fortschritt macht, dann soll man sich praktisch an einem abgeschiedenen Ort völlig in den heiligen Namen vertiefen. Und das Zweite ist, man soll nichts anderes sprechen, als den heiligen Namen zu chanten. Das heißt, nicht über andere, über weltliche Dinge sprechen, nicht über Dinge sprechen, die nichts mit Bhakti zu tun haben, sondern nur den heiligen Namen chanten. Und das dritte Prinzip ist, dass man über die Bedeutung des heiligen Namens meditieren sollte. Während man chantet, soll man sich darüber bewusst sein, was dieser heilige Name ist und was das Ergebnis davon ist.
So, wenn man auf diese Art und Weise sich vertieft und chantet, dann kann man durch das Chanten Krishna Prem Liebe zu Krishna erlangen. Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare Hare. Whenever Chaitanya Mahaprabhu is chanting this holy name, this is Tulasi tree, no? So if sometimes your mind disturbing going here and there, and how can you chant? You can keep this Tulasi tree in front of your front, keep this Tulasi tree. Why? Tulasi is the Vrinda, Tulasi is the Priya Ikesava Sacha Krishna Bhakti Braya Devi Sattavate Namana. We give to Krishna Bhakti. So Krishna, when he left this world, then in his own home he keep this Tulasi. So if sometimes your mind deter be not fixed, then what can you put this Tulasi tree in front? Mahaprabhu, no? In front of Tulasi tree, he chanting this holy name. And sometimes you front of deity, you know? You can sit down in front of a deity, you can serve deity, the form of deity, then you can try to chanting this holy name. Then your mind became, slowly, slowly mind became fixed mind. So, und ein anderer guter Vorgang zu chanten, ist, dass man vor Tulasi chantet. Chaitanya Mahaprabhu selbst hat immer vor einer Tulasi-Pflanze gesessen und den heiligen Namen gechantet. Die Tulasi Devi ist sehr mächtig, wo immer sie gegenwärtig ist, wird man automatisch den heiligen Namen chanten können. Oder man kann sich vor die Deities setzen und auf die Deities schauen und dabei den heiligen Namen chanten. Okay, Gaur Brahmanande. Anybody have a question? Frage jemand? Das macht manchmal laut oder kann so ein Geist rezitieren? Gibt es da Unterschiede, wie man es rezitiert? Should we chant the holy name loud or should we chant in our mind? What is the difference? Yeah. So, telling, no, there are three kinds of chanting this holy name. One kind of chanting is very loudly, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This is the one way. But chanting this loudly, holy name, then what happening? So when Haridas Thakur is chanting one lakh, is very loudly chanting one lakh. So one time some Muslim asking this question, oh, you heard mantra you chanting mindly, why are you chanting Hare Krishna, Hare Krishna, why? Very shouting. Then he told, oh, you can give answer, one person, working, you know, working, and collected the money, he completely maintained this whole family. One person collected the money, only he maintaining his own life, tell who is the superior, who is the maintaining the whole family. Like this way, your mind, you are chanting, you are slowly, slowly, what happening? Only you are got benefit. But when chanting loud in this holy name, that what happens? This scripture, this tree, animal, they cannot chanting this loudly holy name. They cannot chanting, but when chanting this holy name, what happening? Gurudev, he gave example, take one stone, throw the water, then what happens? There comes some wave. Like this, when you chanting this holy name, this is this transcendental vibration going everywhere. When this going tree, some animal, some creeper, when they are also listening this name, they are also got benefit. So telling when you mindly chanting holy name, what you got proof? When you loudly chanting holy name, then telling 100 times more you got benefit. 100 times. So understand, yes? So when chanting loudly, then you can get more benefit. Mm-hmm. More benefit. And when sometimes you chanting mindly, our mind is some restless, you know. Then going here and there. But you saw when you chanting loudly, then your mind never going here and there. Mm-hmm. So never going here and there. So telling Shravan, Kirtan, Smaran, you know, three kinds of bhakti. But telling who is the Kirtan, he keep the between. Well, why? Well, where this is the big loudly chanting, then three times happening. When you chanting loudly, then what happening? What you chanting loudly, then Shravan. Then ear going this holy name. Mm. Then what chanting
also Kirtan also, Shravan also, what Kirtan is Smar, Shravan, then it is Smaran also, you know. He becomes Smaran. So he can, between, he can help to Smaran also, he can help to Kirtan also. He both, he doing the help. So Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam. Among the three limbs of Bhakti, who is Bhakti the topmost? This is the Kirtan. So Param Vijay, this is Krishna Sankirtan, also Mahaprabhu. So unser Namacharya, unser Lehrer für den heiligen Namen, Haridas Thakur, der pflegt immer sehr laut zu chanten, sehr laut den heiligen Namen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Einmal hat ihn jemand gefragt, wieso muss man so laut den heiligen Namen chanten? Man kann doch auch leise und im Geist chanten, wieso muss man laut chanten? Dann Haridas Thakur sagte, oh, wer ist höher? Jemand, der Geld verdient und damit seine ganze Familie und noch so viele andere Leute mit ernährt? Oder jemand, der nur für sich selber sorgt, nur sein eigenes Leben erhält? Wer von beiden ist besser? Er sagte, wenn man laut den heiligen Namen chantet, dann wird man nicht nur selbst gesegnet, sondern all die Lebewesen um einen herum, die nicht selber chanten können. Und es gibt so viele Lebewesen überall, in der Luft, in der Erde, im Wasser, so viele Bäume, Pflanzen, die können nicht chanten. Aber wenn man laut chantet, werden die auch gesegnet. Es ist wie wenn man einen Stein ins Wasser wirft. Die Wellen, die breiten sich aus und die gehen überall hin im ganzen See. Und jeder Bereich von dem See wird davon berührt. So genauso, wenn man den heiligen Namen laut chantet, dann die ganze Umgebung, ganze Atmosphäre wird mit dadurch geläutert und alle, die das hören, werden mit gesegnet. Deswegen heißt es, ist es 100-mal mehr wirkungsvoll, laut den heiligen Namen zu chanten, als wenn man im Geist chantet. Und außerdem, wir haben diese drei wichtigsten Vorgänge des hingebungsvollen Dienstes, sind Shravanam, Kirtanam, Smaranam. Das heißt hören, chanten und sich erinnern. So Kirtan ist in der Mitte. Das bedeutet, dass der Kirtan, wenn man, Kirtan bedeutet laut chanten. Smaranam bedeutet im Geist sich an Krishna erinnern. Ja, und Shravanam bedeutet zu hören. So, wenn man laut chantet, dann diese anderen beiden Dinge, Shravanam und Smaranam, hören und erinnern, die werden automatisch mit erledigt. Und wenn man laut chantet, dann hört man gleichzeitig, ne, so richtig hört man auch den heiligen Namen. Und es wird sehr einfach, sich zu erinnern. Wenn man nur im Geist chantet, der Geist kann sehr leicht abweichen unaufmerksam werden. Aber wenn man laut chantet, ist sehr einfach, den Geist zu konzentrieren. Deswegen ist es empfohlen, immer laut zu chanten. Kiva jaya ja.
Jaya Gora Chande Arati Kosoha Jaya Jaya Gora Chande Arati Kosoha Ajanavi Tatavani Jagaman Loha Janavi Tatavani Jagamanalo Ajagajani Manaloha Ajagajani Agaurangira Pratisoha Ajagajani Manaloha Agaurangira Vadaki Nitai Chan Pamigatha Gara Dakhi Nitai Chan Pamigatha Gara Anikate Adwaita Dini Vasa Chhatra Dhara Babasi Ache Gora Chan Katna Singha Chani Ratna Singha Chani Arati Karena Brahma Adi Devaga Kale Devganiya Shati Kare Gaurangya Anara Hariyadi Kari Shamara Nulaya Sanjaya Mukunda Vasu Vasa Adhigaya Vasa Adhigaya Sankha Bhaji Ghanta Bhaji Bhaji Karata Asanka ghanta kalkaratal madhur 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 bhaji Asanka ghanta Diva bahu pati chandra jini Vadana ujjala bahu pati chandra jini Uragala deshe bana mala Kare jhala mala Kala deshe bana mala Kare jhala mala Mala jhalmal 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 kare Jhalmal jhalmal Agaur gale bana Kuler mala Jalmal kare gaur male mana
This is the before this room, like this. The what they are doing this room before? Before party. Party. This room party. This room party. Yes, mostly. This is the dancing. This is like drink alcohol. Special big parties. They are like this room. They were using the lab least, you know. This room they were not using so much. Mostly they were using that room. A lot of smoking in that room. And this was like normal restaurant room. Yes, sir. This only for special festivals, big festivities, they will use this room. So this room was not so much used. Oh, so the, now they are special festival. Yes. Every day. Every day.